bisschen langsamer und dann bleiben wir neben dem stehen. Jetzt machst du einen Blinker rechts. Jetzt checkt ja jeder, dass du hier parken willst. Okay, jetzt erstmal Stopp. Dann den Rückwärtsgang rein. Mhm. So, jetzt fährst du ganz langsam zurück, bis das Ende, jetzt einmal langsam Stopp, von dem Auto, neben dem du parken willst, hier an dieser Säule ist. Jetzt lenkst du mal ganz nach rechts. Genau. Jetzt fährst du ganz langsam wieder zurück. Du musst auf zwei Sachen achten. Der Prüfer will, dass du während der Fahrt komplett rückwärts guckst. Das heißt, mach immer so 50-50. Guck ein bisschen nach hinten. Guckst du hier in den Spiegel. Siehst du den Bordstein? Fahr mal langsam weiter. Genau, schön langsam. Jetzt kurz stoppen. Guck mal da wieder rein. Siehst du immer noch die Bordsteinkante, ne? Jetzt fährst du langsam wieder weiter. Dann bleibst du wieder kurz stehen. Siehst du immer noch die Bordsteinkante? Nein. Halb. Halb. Okay, sag mir mal, wenn die ganz verschwunden ist. Jetzt. Dann stopp. Jetzt lenkst du ganz andersrum. Korrekt. Okay, dann drehst du dich wieder nach hinten um. Langsam, langsam so weiterrollen. Jetzt rollst du langsam so weiter. Genau, einfach so weiterrollen. Top. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Platz zum Bordstein. Siehst du das? Jetzt musst du dir merken, du kannst das wie so ein S machen. Genau die gleiche Bewegung, die du gerade gemacht hast neben dem Auto. Also so rein, so zurück. Machen wir jetzt nochmal. Wieder nach hinten. Das heißt, lenk mal wieder nach rechts. Genau. Jetzt wieder langsam zurück. So langsam, wie es geht. Ach, das meinst du? Genau. So kannst du wieder so ein bisschen auf Bordstein checken. Langsamer. Und jetzt wieder andersrum. Und immer kurbeln. Das ist der Grund, warum alte Omis immer so im Auto sitzen, weil wir so tausendmal kurbeln müssen. Langsam. Nee, nach hinten gucken. Und langsam weiterfahren. Und stoppen. So, wenn du dann die Tür aufmachst, siehst du, da haben wir noch ein bisschen Platz. Und du kannst dann so gerade dahinter ziehen. Mach das mal. Zeige ich dir noch was. Lenk ganz viel. Ja, genau. Und stopp. Dann sagst du dem Prüfer, alles klar, ich bin fertig. Ne? Wenn der Prüfer dann die Tür aufmacht und sagt, oh, haben wir noch ein bisschen viel Abstand, können Sie uns noch näher an den Bordstein bringen? Dann sagst du, sicher kann ich das. Dann machst du wieder dieses S. Du musst dir immer diese S-Bewegung merken, okay? Also. Jetzt machst du genau das gleiche nochmal. Langsam zurück, so langsam wie es geht. Jetzt fährst du einfach ein Stück näher an den Bordstein. Ruhig noch ein bisschen. So, das reicht, stopp. Jetzt legst du wieder andersrum. Das ist immer das gleiche, immer so rein und zurück. Hast, aber immer komplett. Komplett. Genau. Langsamer. Check nach hinten, dass wir keinen umsäbeln. Und stopp. Guck mal. Näher. Mhm. Und so passt du dann auch auf deine AMG-Felgen auf, dass du dich rasierst, wenn du hier am Bordstein fährst, weißt du? Ich packe immer lieber ein kleines Stückchen weiter weg als zu nah dran.